So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crossout. Ja, wie ihr seht, habe ich ein bisschen rumgebastelt. Das Ding hier sieht nun offensichtlich anders aus. Habe ich noch zu viel ein Teil? Oh, ich habe noch Platz für ein Teil. Kriege ich den? Oh, schade. Schade. Na gut. So. Wie ihr seht, habe ich hier ein bisschen rumgebastelt. Ich habe hier meine geliebte Medium Machine, Autocan 20mm auf dem Dach. Darunter befinden sich hier einmal der Carjack und einmal der Radiator plus das Radio plus das Radar. Ich bin außerdem zwischenzeitlich Level 7 geworden, habe ein bisschen ein kleines bisschen habe ich geraidet, wie ihr hier seht. Und ich raide nochmal, weil es muss ja schließlich weitergehen. Wir haben ja nichts davon, wenn wir nicht raiden, quasi. Genau. Ja. Soweit denke ich, schaut es ganz gut aus. Ich hatte eine Diskussion, eine kurze, vielleicht hat es jemand gesehen unter einem der Videos, über den Sinn von verschrotten oder nicht verschrotten, mit China Tiger. Der hatte richtigerweise natürlich angemerkt, dass nicht zwangsläufig verschrotten gut ist, sondern man ja auch das Zeug gebrauchen könnte, um anderes Zeug zu bauen. Da hat er natürlich vollkommen recht. Es ging ja nur bevor ich Zeug repariere, ist verschrotten besser. Aber wenn ich dafür anderes Zeug haben kann, das ich mir herstelle, ist natürlich auch nicht verkehrt. So. Was hat eigentlich mein neues Auto für Features? Das sei noch kurz erwähnt. Es ist zweiachsig gelenkt. Wow. Na komm. So. Uns fehlt nichts. Wir sind bumperl gesund, sag mal. Oh. Aber gleich hätte uns was gefehlt. Sag mal. Genau, fahr du vor. Na. Oh, nichts gut. Na komm. In die Platten, also. Wir haben noch alle Reifen, das finde ich gerade echt. Das begeistert mich. So, wo müssen wir als nächstes hin? Wo mag das sein? Bestimmt da hinten. Wir haben erst 4 von 10. Ach du Scheiße. Achso, okay, hier geht's gar nicht mehr weiter. Warum sagt mir das keiner? Von der Axt. Oh, verdammt. Bist du verrückt? Geht's dir zu gut? Oder dir? Ach, da ist noch so ein komischer Pumpjack. Ein bisschen sollte man schon schauen, wo man hinfährt. Wir leben immer noch, das finde ich ja irgendwie gerade verwunderlich. Ich glaube, das hier wird nichts.
Tja, das war jetzt blöd. Das versuchen wir nochmal. Blablabla. So. So, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Wir konzentrieren uns jetzt mal nur auf diese verdammten Pumpjacks. Prost bei der Gelegenheit. Ich weiß immer nicht, ist es höflich oder nicht, wenn man währenddessen mal einen Schluck trinkt, während so einer Aufnahme. Da können sich natürlich die Geister hervorragend drüber streiten. Scheiden sowieso. Blatt kriegen, oder? Fuck. Ich hasse diese Raketendinger. Oh shit. Das war nicht gut. Ja. Ich bin erstaunt, wie gut wir das überstanden haben. So, wo ist denn hier wieder so ein Ghetto-Turm? Ich will doch hier so einen Ghetto-Turm finden. Na also. Hier haben wir einen. Verdammt. Na gut. Und weiter geht's. Ganz hinten sind wir. Muss ich die eigentlich alle nur lahmlegen? Dann können die schon nichts mehr machen. Wo ist denn noch einer? Aha, da ist einer. Oh. Ich habe einen gefunden. Mit dem kann man extrem gut driften hier, muss ich mal so sagen. Oh, das ist unfair mit diesen Sucherraketen. Erstaunlich genug, dass die Reifen noch alle dran sind. Einmal. Verdammt. Keine Reifen mehr. Nein. Jawohl.
Kann ich überhaupt noch lenken? Ja, ich kann sogar noch lenken. Ja, verdammt. Jetzt müssen wir den Rest zuschauen. Ja, der schaut schon heiß aus, hier, dieser Cutthroat. Der ist geil, der McDougals. Achso, du kannst nicht mehr. Ich dachte mir, fahr doch. Ich wollte schon schimpfen. Aber das ist okay. Ich überlege mir auch gerade, ob ich da irgendwie stattdessen mal ja, drei leichte Maschinengewehre bei mir drauf packe. Könnte dem auch ganz gut zu Gesicht stehen. Das probieren wir mal aus. So, grundsätzlich haben wir aber drei geschafft. Das ist schon mal sehr gut. So, bauen wir mal. Einmal weg. Dreimal dazu. Dann packen wir dich hin. Ja, das ist auch irgendwie ein Fug. Achso, ich habe auch das Teilelement gerade geknackt, fällt mir auf. Ja, ja. Och, ich krieg das doch wohl hin hier. So. So. Was noch? Ein Teil haben wir noch, oder? Wie viele Teile? Ein Teil, genau. Ein Teil darf ich noch. So. Jetzt sieht das Ding massiv gepanzert aus. Wir machen jetzt mal wieder ein PvP-Match. Wir müssen ja weiterkommen. Ich habe heute nicht so viel zu erzählen. Es ist, war ein relativ anstrengender Tag, auch wenn ich ein verlängertes Wochenende habe. Also bei mir ist es jetzt Freitag, direkt nach Vatertag, der Freitag. Aber ich bin heute den ganzen Tag auf der Achse gewesen. Also ich habe zwar frei, ja okay, relativ viel frei. Ich habe ein bisschen was gearbeitet, das konnte ich aber gut von zu Hause aus machen. Und ansonsten bin ich ja, es ist halt immer das Erstaunliche. Man ist fertig, obwohl man eigentlich quasi jetzt nicht so viel gemacht hat. Hat der mir. Das gibt's doch nicht. Wie kannst du es wagen? Jetzt wirklich die Reifen abgeschossen oder was? Ich fasse es nicht. Wie ist dich da oben? Verdammt. Ja, das war nicht so geschickt. Da sollte ich mir vielleicht wieder meinen. Das schaut auch irgendwie nett aus. Ah, das ist eine interessante Konstruktion. Egal. Wir haben den ganzen Tag auf Achse im Garten gewerkelt. Wir haben jetzt eine Wiese voller Löcher. Dafür ist sie löwenzahnfrei. Ist das nicht schön?
Wir haben kein Laub mehr im Garten, wir haben geschnittene Hecken, wir haben. Ja, das sind alles Luxusprobleme. Das muss halt trotzdem gemacht werden. Mrs. Watzefuck hat einen neuen Rechner, den ich zusammengebaut habe aus alten Teilen. Der ist halt für Photoshop, der Fotobearbeitung optimiert, sage ich jetzt mal. Ernsthaft, du bist der Letzte und hast noch nicht mal meine Waffe zum Schießen. Oh, und du hast hier so ein Benzinfass. Na, na. Das hat Bumm gemacht. Ja, zu Garage. Jawohl. Wir bauen uns jetzt einen neuen hier, weil den haben wir gespeichert, haben wir bestimmt gespeichert, oder? Genau. Nein, haben wir nicht. Oh. Das ist unser Battle Bus. Wenn ihr den aus irgendwelchen Gründen auch immer eines meiner Fahrzeuge haben wollt, also dass ich es hier irgendwie online stelle, also hier online stelle, sondern sagt Bescheid. Aber ich würde es wundern, wenn das jemand unbedingt wollte. Weil so gut sind die Karren nicht, das kann ich euch verraten. So. Kann ich schon ein bisschen was anbauen. Da hat nämlich einer hier gerade echt eine interessante Idee gehabt, und zwar die ja sozusagen als Kotflügel zu verwenden. Achso, das kann ich jetzt gerade so nicht. Das wäre dann so, oder? Nee, warum geht das nicht? Kann ich nur hier Dinge antackern? Achso. Okay, das sah interessanter aus, als es ist tatsächlich. So, wir können da trotzdem Dinge rumbauen. Weil wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, so. Trittleisten quasi. Zack, so. Schaut doch schon ganz nett aus. Wir wollten auf jeden Fall noch hier drei davon haben. So, das schaut auch ganz gut aus. Haben wir jetzt noch Platz für irgendwas zum dran tackern? Also, die Frage ist falsch gestellt. Selbstverständlich haben wir noch Platz, um irgendwas dran zu tackern. Ich könnte mir. Und du hast 10 Power Score und du hast 13 Power Score. Okay. Damit fällt die Entladung. Damit fällt die Entladung sehr leicht, ja. Nämlich, genau, den machen wir noch ein bisschen breiter und böser. Nein. Was müssen wir wegmachen, damit wir das. Schaut das überhaupt gut aus? Nee, so wirklich gut schaut das auch nicht aus. Das schaut doch irgendwie nett aus. Nur so Interesse halber. Ich meine, ich weiß, dass das nicht. Aber das würde sogar passen. Ja, ich weiß. So. Den braucht man nicht breiter machen. Den speichern wir uns jetzt erst einmal um einmal. Und zwar da. PvP-WTF. Ich finde das schon toll aus. Wer es anderes behauptet, lügt. Und los geht's. Get the Wheels. Oh, get the Wheels. Wir können da Get the Wheels machen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Dann machen wir das doch mal. Weil, in 10 Sekunden sind schon wieder 20 Minuten. Das heißt, das wird unsere letzte Fahrt für heute, für den Augenblick.
Also. Ja, schauen wir uns mal andere an. Aha, okay. Kann man machen. Das sieht halt. Das sieht sehr komisch aus. Also. Eigentlich ist die Idee ziemlich genial, finde ich. Was haben wir noch? Okay, hier sind wir so LKW. Mit einer Kanone oben drauf. Das sind dann sozusagen mehr die Sniper-Ware, Jungs. Muss ich so formulieren. Schön, schöner Schuss, schön getroffen. Ah, ich verstehe, worum es da geht. Und jetzt aber. Bumm. Na? Hast du etwa auf die Entfernung nicht getroffen, mein Freund? Blöd. Ja, wir kommen uns langsam in Bereiche, wo mehr PvP-Player da sind. Also, wir haben nicht nur. Also, Matty dürfte auf jeden Fall ein Spieler sein. Mary würde ich jetzt mal behaupten, eher ein Bot, genauso wie James und Sandra. Aber hier Maddie. Maddie ist mit Sicherheit ein Spieler. Da bin ich mir sehr sicher. Was hat denn der da? Auf jeden Fall Dinge, die Boom machen. Ach, das sind diese Shotgun-Dinger, oder? Okay. Der will Nahkampf. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? Also, der hat auch schon Federn gelassen. Claudia stellt sich auch ein bisschen blöd an. Oh, Maddie, das war nix. Hast du einen Carjack dabei? Oh, hast du ein Dussel, Maddie? Verdammt. Ja. Wieso konnte die eigentlich vier Leitmaschinen ganz drauf haben? Ah, die hat wahrscheinlich auf Carjack und so weiter. Ach, die haben schon gewonnen, verdammt. Verzichtet, sondern einfach nur Zeug drauf. Oh, die Reifen sind interessant. Ja gut, jetzt sind wir dabei. Jetzt wird natürlich alles besser. Mal schauen, kennen wir vielleicht eventuell jemanden? Matty kennen wir von eben. Da. Nein, keiner, den wir kennen, keiner, den wir mögen. Frage mich mal, wie diese Frachtcontainer in die Wüste gelangt sind. Gut, das ist eine Frage, die jemand anderer beantworten muss. Hier fahren wir mal Matthew hinterher. Wir sind ganz schön langsam. Wir sollten weniger Zeug draufhauen, glaube ich. Auf der anderen Seite sind wir dann aber wiederum anfälliger für Schaden. Was auch nicht so cool ist. Naja, schauen wir mal. So, wir brauchen erstmal einen Kill. Nein, 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 das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Haben wir nichts mehr. Ja gut, ich habe schon besser gespielt. Interessante Konstruktion. Äußerst interessante Konstruktion. Kann ja auch mal eine total sinnlose Konstruktion machen. Egal. In jedem Fall, es war mir wieder mal ein Vergnügen gespielt zu haben mit euch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Wenn nicht, dann nicht. Und in jedem Fall sehen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet, beim nächsten Mal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Verzeih ich.